28. Folge zu Let's Play StarMade. Wir haben unser Schiff vollendet. Potestlich, aber funktionär. Ja, wie gesagt, eine kleine Rundtour jetzt hier bei dem Schiff. Wir haben hier vorne das Cockpit angesetzt. Und ja, wie gesagt, somit haben wir da zum Beispiel jetzt ein bisschen was gemacht gehabt. Ich muss da natürlich noch ein klein wenig einrichten und so. Hier sind wir jetzt im Maschinenraum mit dem kleinen Lager, sag ich jetzt mal. Das ist wirklich ein sehr kleines Lager, habe ich jetzt hier reingeklatscht. Dann geht's weiter. Hier unten haben wir natürlich jetzt erstmal eine Schleuse gemacht. Wie gesagt, doppelt gesichert, weil hier jetzt nämlich nach draußen. Ja, wie gesagt, dann habe ich hier noch so eine Koje. Schrägstrich, ich habe keine Ahnung, was ich hier noch hinbauen sollte. Ich weiß nicht, ob jetzt hier noch so ein Schlafraum. Weiß ich echt nicht. Wäre aber ein schöner Ausblick noch nach draußen hier so auf beiden Seiten. Das wäre jetzt noch eine schöne Idee gewesen, denn werde ich den aber sehen. Ihr merkt schon, es rockelt jedes Mal, wenn ich die Station zu Gesicht bekomme. Ich hoffe, das ist noch zu ertragen. Ja, wie ihr sagt, hier nur ein kleines Schiff halt jetzt gebaut. Einfach nur ein Shuttle, was keine Bewaffnung trägt, aber dafür irre schnell ist. So, ein kleiner Blick. Ich muss mal, hab nur kurz mal für mich persönlich die Musik ein bisschen leiser gestellt. So, ja, wie gesagt, ich habe hier so ein bisschen was dran gebaut, hier war noch ein bisschen Feinarbeit gemacht, wie zum Beispiel hier solche Entlüftungen. Die sieht man jetzt nicht, muss ich mal kurz Licht anschalten. Hier solche Entlüftungen habe ich dann halt dran gemacht, solche, einfach nur solche Schrägen dran geklatscht. Genauso wie hier vorne. Wisst ihr, ob man das so deutlich sieht, aber ich glaube mal, die Schräge sind eigentlich leicht zu erkennen. So, ja, und dann habe ich natürlich noch unten ja, ein paar Effekte rangeklatscht. Ja, wie gesagt, das Schiff ist eigentlich komplett äußerlich fertig aufgebaut. Aber jetzt muss ich nochmal schnell shoppen fliegen. Und zwar gehe ich darauf auf P und versuche da ohne große Ruckler halt darüber zu fahren, zu fliegen. Und zwar mit einem Jump Drive. Oder? Nutze ich den Jump Drive? Den Jump Drive nehme ich für die Rücktour. Weil so kann ich mal testen, wie schnell sich das Schiff fliegt. Sind ja nur 42,6 Kilometer. Gut, wie immer, ja. So, jetzt sind wir bei 100, 200, 300 Meter die Sekunde. Oder 299,98, wie auch immer. Und jetzt schalte ich mal den Overdrive ein. Und jetzt achtet mal jetzt hier unten rechts auf die Zahl, die denn. Also unten rechts die grüne Zeile, genau darunter, wo 299,9 Meter die Sekunde steht oder M-S. Jetzt aktiviert das mal. Und jetzt schießt er einfach mal nochmal hoch auf 500 und 599,8. Also in rund 600 Meter die Sekunde kann das Ding jetzt Geschwindigkeit hochbauen. Wir laden mal den Jump Drive auf. Und ändern nochmal schnell die Sicht. Und dass wir ein bisschen mehr sehen. Und man sieht schon, meine Energieleiste, die fällt jetzt rapide ab. Deswegen muss ich mal manchmal auch hier einfach mal Energie nachtanken lassen, um dann halt meinen Jump Drive weiter auffüllen zu lassen. Gut, wir sind ja aber gleich da. Nur noch 10.000 Meter. Passiert nicht, wenn ihr den keinen Saft mehr hat. Natürlich. Power Failure. Und wir werden langsamer. Aber wir müssen ja sowieso langsamer werden. Also Notbremse. So. Oh, jetzt hat es gerade so gestockt gehabt. Entschuldigung dafür. So, gut, okay. Können wir mal schnell nochmal ranfahren hier. Und dann bremsen wir einfach. Ja, gut. Jetzt brauchen wir natürlich Deko-Blöcke. Vorher wollte ich nochmal schnell aussteigen und euch mal zeigen. Ich bin jetzt hier natürlich hier ganz normal im Modus. Jetzt mache ich mal die Schwerkraft an. Alles klar, ich kann also nach oben hüpfen und falle dann sofort wieder nach unten. Ist klar. Ich wollte mal sowieso testen, ob ich da überhaupt runterkomme. Also wieder hochkomme, meine ich. Ja, mit Mühe und Not, es funktioniert. Alles klar. Und hier oben? Ja, das wird knapp. Deswegen habe ich hier
das hier eingebaut. Das treibt mich dann einfach wieder nach oben. Ist also so ein Schwerkraftumkehrer. Eine normale Gravity Unit. Kennt eigentlich so gut wie jeder. Ja, wie gesagt. Hier jetzt einfach mal ein bisschen geguckt. Da vorne ist die Station. Sieht man ja. Nur mal ein kleiner Rundgang jetzt hier. So. Gut. Und Deckel zu. Jetzt gehen wir mal schnell zur Brücke. Beziehungsweise Cockpit. Die Brücke ist es nicht. Vielleicht hier und da noch ein paar kleine Sachen so ranbauen und so, wie es halt am besten passt. Ja, wie gesagt, ich kann mir jetzt hier einfach hinsetzen mit O. Und gut, ich weiß nicht, wie die Außenperspektive geht, aber auf jeden Fall sitze ich jetzt hier, kann so, so ein bisschen mein Cockpit genießen, habe hier vorne meine Displayanzeige endlich. Und ja, wie gesagt, das ist cool. Also ich find's cool. Gut, jetzt wollen wir mal shoppen. So, wir brauchen General und dann Dekorationsblöcke. Medical nehmen wir natürlich mit. Medical Supplies nehmen wir davon eins mit. Nehmen wir davon eins mit. Wir brauchen natürlich noch Hazard, nee. Ingots, nee. Motherboards, nicht unbedingt. Circuits, auch nicht. Nee, hier ist irgendwie was Falsches. Ach nee, hier sind doch die ganzen Decorative Switchboard. Oh, einfach mal mit Serveranlagen. Ja, die Pipes nicht unbedingt. Decorative Panels. Decorative Charts. Könnte Blue? Nee, brauchen wir nicht unbedingt. Den roten Screen nehmen wir mit. Oh, komm. Damit wir auch unser großes Schiff ausstatten können. Personal Computer, natürlich. So, ja, wie ihr sagt. Ein paar Kisten können wir noch mitnehmen. Wie ihr sagt, ein bisschen shoppen, damit wir so ein bisschen unser Schiff einrichten können. Und dann halt da ein bisschen, ja, unser Schiff zu verschönern. Gut, ich habe jetzt hier unten noch mal zwei solche Blauleisten rangeklatscht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Computer hier auf der Seite ranbringe oder ob ich so noch ein paar einzelne Stühle, die in diese Richtung gucken, halt, ja, in diese Richtung halt aufgestellt sind, dass die dann halt da an den einzelnen Segmentcomputern da arbeiten und sitzen können. Wie auch immer. Ja, gut, okay. Aber ich wollte mal wissen, das schaffe ich wirklich nicht, oder? Oh, doch. Tatsächlich. Jetzt bin ich außen. Ich hoffe, ich falle jetzt hier nicht runter. Obwohl eigentlich auch real ist, weil, ganz ehrlich, das ist, ein Witz eigentlich. Da passiert nichts. Gut, wir waren shoppen. Das heißt, wir müssen jetzt langsam mal wieder nach Hause. Wir drücken N, gehen auf Set und Load in die Homebase an. Und dann springen wir einfach mal. Jetzt, wo ich nicht fliege, reicht natürlich die Energie aus. Wenn ich stehe, reicht die Energie aus. Ich kann mich auch treiben lassen, ist auch kein Problem. Aber wie gesagt, das ist jetzt das Beste hier. Wir zählen einfach mal. Also richten uns immer mit C aus. Und starten. Ich weiß, das ist nur zur Demonstration, um zu zeigen, ja, hier. Man muss nicht unbedingt in die gleiche Richtung blicken, wo auch in die Homebase denn ist. Man kann einfach denn springen und landet dann trotzdem bei der Homebase. Auch wenn man in eine völlig falsche Richtung eigentlich gesprungen ist. Die Richtung ist egal. So, dann lassen wir uns mal langsam rantreiben. Wir machen den Overdrive mal aus. Weil wir brauchen nicht so viel Geschwindigkeit. Wir sind in der Homebase. Hier kann so vieles schief gehen. So, einmal die Cockpit-Ansicht. Bitteschön. Vielleicht sollte ich die Kamera aber weiter vorne hinsetzen. Mit dem Stuhl. Und vielleicht sollte ich aufpassen, wo ich hinfliege. Wir müssen natürlich unser Schiff mal finden. Wir haben... da ist unser Schiff. Ja, hier ist unser Schiff. So, dann fliegen wir mal langsam locker ran. Und wir docken dann direkt an unser Schiff an. Nur um zu zeigen, aha, das funktioniert.
Wir nehmen natürlich ein bisschen auf die Geschwindigkeit runter. Von der Geschwindigkeit runter. Unsere Geschütze haben schon wieder eine andere Position. Wir müssen aber noch ein bisschen einlenken. Und vielleicht ein bisschen gerade ankommen. Dann gehen wir mal ganz runter von der Geschwindigkeit. Gucken uns um. Da vorne ist der Bootblock, alles klar. Aber wir müssen unbedingt hier dieses Tour-Docking-Modul ansenden. So, und noch einen runter. Genau. Schon haben wir es geschafft. Wie gesagt, es ist sehr knapp im Messen hier mit dem Block. Wenn ich jetzt nämlich hier gucke, da ist nichts frei. Nicht mal ein bisschen. Wirklich, das ist so knapp im Messen hier. Ich kann ja nicht von. Das ist eigentlich ein Wunder, dass ich so, dass ich das so gut hier. Dass ich so ein Glück hatte und hier nur Speck nehmen musste. Wirklich, hier vor oben musste ich das Speck nehmen. Und das war ja wirklich ein absoluter Glücksfall. Na gut, ich würde nur mal kurz gucken, ob das so funktioniert mit dem Lift. Wo war denn der Ausgang? Hier. So. Für den Fall haben wir immer noch was bei. Ja, und hier müsste ich dann theoretisch eigentlich so ein Dings hinbauen, so ein ja, hier so ein Lifter. Gucken wir mal, ob wir so was mitnehmen können hier. Nee, ist falsche Richtung. Wir müssen nach unten direkt. Genau. Zack. Und schon sind wir hier richtig. Alles klar. Ja, wir sind jetzt hier, ohne in den Freiraum zu kommen, haben wir unser Schiff verlassen und das andere Schiff einfach betreten. Nur mal so zur Demonstration und das liegt dann halt, wie es alles da ist, funktioniert. Aber Licht müsste ich hier ein bisschen mehr reinbringen. So. Dann ab wieder nach unten. Jo, das hat natürlich die Gravitation ein bisschen nachgelassen. Das ist aber kein Problem. So, aktivieren und dann machen wir hier auch noch mal ein bisschen die Hütte voll. Und das hier, nee, ist natürlich Quatsch. Mal ein bisschen weiter tiefer. Weil hier muss ja noch die Schleusenschrägen ran. Ja. Hier sieht man schon, wie mein Schiff angedockt ist. Also es ist wirklich 1-1 angedockt hier. Und ich kann jetzt eigentlich hier, nicht, kann ich von hier aus denn die Tür zumachen? Mach mal hier zu. Mach mal hier, lass ich offen. Jetzt drücke ich mal so. Dann kann ich hier die Tür zumachen. Alles klar. Und dann falle ich einfach weiter. Dann nehme ich raus. Alles klar. Gut, okay, ist sicher. Mach ich hier die Tür auf. Und dann drücke ich hier einfach wieder. Alles klar. Das ist geil. Hat was. Gut, hier ist natürlich der Innenraum meines ganzen Schiffes. Und da muss ich wohl noch dran arbeiten. Ich weiß. Na gut. Ich werde mal mein kleines Schiff wieder zurück. Musste gerade kurz überlegen. Mach das Schiff, mach hier auch wieder dicht. Passt mich denn hier der, so ein Teil an? Und ja, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Stimmt. Ich wollte jetzt hier oben noch ein bisschen die Schleuse ein bisschen weiter ausbauen. Außerdem wollte ich hier unten noch ein paar Schrägen ranbauen, dass ich dann halt. Das ja, muss ja alles hier seine Einheit haben, ja. Aber ich mache das wohl eher mit diesen weißen. Weil wir haben ja auch schon die Farbe dafür. Erstmal die hier. Die machen wir hier noch. Weiß passt dann gut dazu. Dann machen wir die Schrägen ran. Das sind die falschen Schrägen. Da sind die richtigen. Ja. Nee. Nee. Doppelfalsch. Vielleicht sollte ich auch mal die Achsen nochmal setzen. Wenn man nicht nur zwei Klicks machen muss. So, okay.
Und hier. So, gut, habe ich. Alles klar. Hier muss ich auch nochmal. Hier mache ich dann mit Schwarz. Nee, das ist Glas. Das ist falsche Material. Schwarz ist hier. So. Zack. Und zack. Schon habe ich hier eine ideale Schleuse im Achtkant. Jo, kann ich so lassen. Guck mal kurz auf die Zeit. Jut, Zeit sagt, wir müssen wieder Schicht machen. Ja, wie gesagt, ein kleiner Rundgang hier mit dem Schiff. Ihr guckt, ihr macht den Titan. Ich habe jetzt mir noch ein bisschen Zeit gelassen. Ich habe von Tactics ja wieder noch den Tipp gekriegt. Ihr habt hier, ja, macht noch ein paar Schrägen dran und so. Also sagt ihr, macht. Gut, gefallen tut es nicht jeden. Ich kann es nicht jeden recht machen. Ich sage mal so, ist ein Shuttle. Damit komme ich schnell von A nach B, ohne dass ich mit einem riesengroßen Pott los muss. Also würde ich sagen, ja, das passt schon so ganz gut. Ja, wie gesagt, das war's dann auch wieder für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschüss.